Hallo und ein herzliches Willkommen an alle alteingesessenen und neu dazugezogenen Klemmbausteinfreunde. Heute muss ich leider ein Video von YouTube runternehmen, weil die Qualität extrem bescheiden war. Das drehe ich nochmal neu. Der Inhalt wird allerdings der gleiche sein. Wer es also schon gesehen hat in dieser schlechten Bildqualität, braucht es sich natürlich nicht nochmal unbedingt anschauen. An die Leute, die schon einen Kommentar abgegeben haben, entschuldigt bitte, dass eure Kommentare mit weg sind, aber ich möchte das in der Qualität nicht stehen lassen. Schuld daran war einmal die Beleuchtung, die ich jetzt wieder ein bisschen geändert habe. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Und zweitens hat nach einem Windows-Update das OBS-Studio die Einstellung, die ich vorgenommen habe, verworfen, hat wieder alles auf automatisch eingestellt, sodass das halt eine bescheidene Qualität war. Um es mal so auszudrücken. Hat ein bisschen gedauert, bis ich das rausgefunden habe, weil da denkt man ja nicht dran, dass Windows in einem Programm erstmal alles wieder rücksetzt, was man so eingestellt hat. Kommen wir aber zum Set. Und zwar haben wir hier die Lego 75330, das Dagobah Jedi Training mit 1000 Teilen genau. Es soll groß sein, 29 cm breit und 16 cm hoch. Tiefe gucken wir gleich nochmal, die steht nämlich nicht drauf. Hinten hat man dann nochmal ein paar Bilder. Einmal, wo es so auf dem Regal steht, einmal die Yodas Hütte von hinten und einmal ein Bild aus dem Film. Können wir dann auch schon zur Seite packen. Wie gehabt, ein Beutelchen Kleinteile, kann auch weg. Die Anleitung, die lege ich mal hier hin. Wie immer strunz einfach, braucht man nicht reingucken. Ich denke mal auch, Anzahl Bauschritte etc. spielt nicht wirklich eine Rolle. Für mich zumindest jetzt nicht. Ich glaube, wer das Set haben möchte, dem ist das dann auch egal, ob es 70 oder 90 Bauschritte sind. Das Set steht jetzt natürlich falsch rum, durstpaddel ich, stellen wir es erstmal so rum hin. Also, wir haben hier einige Minifigürchen, und zwar mache ich mal Yoda und Luke, machen wir hier mal gleichzeitig drauf. Da habe ich jetzt den Stab von Yoda weggepfeffert, der liegt jetzt da drüben irgendwo. Also, wir haben hier drei Minifigürchen, einmal Yoda und Luke. Vorne und hinten bedruckt. Ob das jetzt besondere Figuren sind, die irgendwas besonders haben, Luke mit seinen nackten Armen zum Beispiel oder so, das weiß ich nicht. Luke hat auch noch bedruckte Beine, hinten sind natürlich beide Figuren bedruckt. Das kann ich so nicht sagen. Dann nehmen wir mal den R2-D2, weil der ist ein bisschen was Besondereres. Richtig rum hier drauf packen. Der hat nämlich sowohl vorne einen Druck mit Matsche, also der ist vorne bematscht und hinten auch bematscht. Das ist momentan exklusiv für dieses Set hier. Deshalb kostet der auf Rebrickable momentan noch ca. 18 Euro. Das ist eine ganze Menge Geld. Ich stelle die jetzt mal hier wieder rein, weil ich da gleich noch was auch sagen muss zu. So, den tun wir mal dahin. Den tun wir mal, wo tun wir den denn mal? Den stellen wir mal hier hinten hin. So, dann kommen wir aber erstmal zu dem eigentlichen Set. Also das Set besteht im Prinzip aus diesem Langteil hier. Ja, ich kann das mal so ein bisschen schräg nehmen. Aus dem Langteil, den man hier so sehen kann, das ist halt in Dark Tan gehalten. Auf dem Langteil steht dann Yodas Hütte, die ist in Tan gehalten. Und hinten dann diese Bäume, die so ein bisschen kulissenartig einfach dahinter sind, weil es hinten halt glatt ist. Hier hinten ist wirklich fast komplett glatt. Nach vorne wird es dann halt logischerweise etwas organischer und plastischer. Das passt soweit. Dann hat man den Sumpf. Das ist auch mein größter Kritikpunkt, da komme ich aber gleich noch drauf. Ansonsten ist es halt ein rechteckiges Set. Ich persönlich finde immer bei so Strukturen, die aus der Natur entnommen werden, auch ein Wald oder sowas, nicht rechteckig, sondern so ein bisschen zumindest eine Struktur da rein. Ist aber jetzt Geschmackssache, dafür kann man es halt auch sehr gut hinstellen. Vor allen Dingen, wenn man das jetzt an eine Regalwand hinten stellt oder so, da wirkt das hier mit den Bäumen halt sehr, sehr schön, weil die Bäume halt, das sieht so aus, als wenn das einfach nach hinten weitergehen würde, als wenn das nicht hinten irgendwie hinter der Hütte aufhört. Finde ich sehr gut gemacht. Die Hütte von Yoda ist von der Größe her, finde ich, passender als die Hütte, die Lego vorher schon mal hatte. Also Yodas Hütte, ich weiß gar nicht, welche Setnummer das ist, aber die gab es ja schon mal als Yodas Hütte. Finde ich passender, weil, wenn man sich den Luke jetzt anschaut, wie klein der Eingang ist, dann sieht man, dass der Eingang relativ niedrig ist. Also Luke muss da rein kriechen. Jetzt ist die Minifigur Yoda natürlich viel zu groß. Der eigentliche Yoda im Film geht Luke halt so bis Mitte Oberschenkel, maximal Anfang Hüfte.
Aber dann sieht man, passt das vom Eingang her. Wenn man jetzt sagt Hüfte, dann passt das vom Eingang her. Ja, in Yodas Hütte, da muss ich das Set kurz verdrehen, haben wir natürlich hinten auch noch ein bisschen was drin. Da ist ein Yodas Bett, da nochmal so ein Kessel. Hier an der Seite kommt auch so ein Schornstein, so ein bisschen Rauch raus. Ja, dann hat man noch so ein bisschen Gerümpel an der Seite. Die Farben von dem Set, also ich vergleiche es einfach mal mit dem Film. Die Farben von dem Set passen natürlich nicht. Wäre aber auch schlecht möglich, weil dann wäre das Set sehr, sehr dunkel geraten. Weil in dem Film ist, der Sumpf ist grau mit Nebel drüber, also so gräulich, weißlich-gräulich. Der Boden, der Schlammboden, der ist halt grau, dunkles Grau. Yodas Hütte, alle Bäume etc. sind eher so gräulich, mit so ein bisschen dunkelgrün drin. Deshalb finde ich das auch ganz gut, dass die hier das nur in Dark Green gemacht haben, die Pflanzenteile. Und nicht noch ein Light Green dazwischen genommen haben oder ein Green dazwischen genommen haben. Passt sehr, sehr gut. Hier vorne halt noch ein bisschen Gerümpel. Der versinkende X-Wing. Von den Farben her ist es dann für den Landteil für mich soweit in Ordnung. Yodas Hütte, wenn man dann im Film innen schaut, ist auch eher so wie Sandstein, also sehr, sehr hell. Da passt das Tan ganz gut zu. Hier den Schlamm angedeutet mit dem Dark Tan. Wunderbar. Schön finde ich. Auch hier angedeutet dieses Versinken, dass hier nochmal einzelne erhöht sind um einzelne Plates oder eben Tiles, dass nochmal ein bisschen erhöht ist. Das ist im Film halt auch so, wenn der X-Wing versinkt oder von Luke wieder hochgeholt wird, da blubbert es halt auch so, das deutet das ganz gut an. Ja, die Szene, die hier dargestellt ist, ist natürlich eine von ein paar epischen Szenen in diesem Film, auch schon aus diesem Setup. Hier ist für mich aufgrund der Fliese, die vorne ist, mit beide Fliesen bedruckt. Ich wollte gerade natürlich sagen, ist bei Lego natürlich nicht natürlich, aber beide Fliesen bedruckt. Ich rupfe mal wieder alles ab hier. Ist natürlich die Szene maßgeblich, wo der Yoda das dann auch sagt. Und zwar läuft das im Film so ab, dass in einer Szene der Luke auf einer Hand steht, Yoda oben auf einem seiner Füße drauf, einen Fuß abgestreckt, einen Arm abgestreckt und versucht Steine zu stapeln. So in der Größe ungefähr, so Brocken versucht zu stapeln. Dann versinkt dieses Schiff weiter mit so einem Blubbern. Das ist dann auch hier ganz gut dargestellt. Und der kleine R2-D2, der macht Tullus dabei. Der fängt dann an, da nervös rumzupiepen, was Luke seine Konzentration verlieren lässt. Und eben Yoda im Schlamm landet und alles andere auch im Schlamm landet. Und dann regt Luke sich halt auf, Schiff weg, Schiff weg, Schiff weg. Und Yoda sagt dann, ja, und, wo ist das Problem? Ja, ist doch verloren, weil ist doch viel zu groß. Und Yoda regt sich dann, was heißt, rückt sich dann auch auf. Aber erinnert Luke so dann so nach dem Motto, nach der Größe beurteilst du die Dinge, also auch mich, weil er ist ja nun mal sehr klein. Und Luke so ein bisschen beschämt, so guckt so zur Seite, nein, aber er ist nun mal zu groß, er ist nun mal kein Stein und ist nicht das gleiche wie ein Stein. Und Yoda dann, da irrst du dich aber. Und daraufhin sagt Luke halt, ja, okay, dann versuche ich es halt. Yoda daraufhin direkt, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Das ist hier halt dargestellt. Dann gibt es noch eine Szene, die ist dann etwas später, wo Luke versucht dann auch den Jet hochzuholen, schafft es natürlich nicht, dann holt Yoda den raus. Dann wird im Film erst was anderes gezeigt und dann kommen wir nochmal zurück auf Dagobah und da wird dann halt gezeigt, wie Luke versucht, Kisten und den kleinen R2-D2 schweben zu lassen, diesmal allerdings stehend, nicht auf dem Kopf. Auch das Schiff holt er im Stehen rauf, da steht er nicht auf dem Kopf. Und hier hinten sind auch zwei Kisten, da hätte man das wunderschön mit andeuten können, indem man die einfach auf eine Trans-Clear-Antenne oder sowas draufstellt. Hätte man das halt auch noch machen können. So hätte man dann zumindest schon mal zwei der Szenarien, wo er halt irgendwas mit seiner Macht macht, wo er etwas mit der Macht anstellen möchte, die er ja gerade übt und lernt, diese zu kontrollieren und zu steigern, hätte man das halt andeuten können. Die Szene mit den Steinen, und hier fehlen halt Steine, hätte man halt theoretisch auch noch machen können. Das sind so die drei Szenen, die man hier mit diesem Set theoretisch darstellen könnte. Das mit dem Stein, das mit dem X-Wing, wo der Luke versucht, den raufzuholen, und das mit den Koffern, was dann etwas später kommt, hätte man hier machen können. Gut, mit den Steinen,
Der Platz hier ist halt sehr begrenzt. Wenn ich jetzt den Yoda nochmal hier hinten weghole und stelle den hier vorne hin, dann sieht man, da ist extrem wenig Platz auf dem Landteil. Wäre schöner gewesen, das wäre ein bisschen größer gewesen. Aber ich denke mal, man muss bei so einem Diorama ja auch immer, wenn man dann anfängt, auch das könnte was größer, das könnte was besser ausgebaut werden und das auch noch, dann hat man hier so ein Diorama stehen, was halt ein Quadratmeter groß ist. Verstehe ich auch, dass sie das nicht gemacht haben. Völlig in Ordnung. Ja. Kommen wir zu meinem eigentlich größten Kritikpunkt. Es gibt nur zwei. Das ist einmal die Form mit dem Eckigen und der Sumpf. Der Sumpf ist hier grün gestaltet. Zwar sehr schön gestaltet. Man sieht halt auch Farbverläufe in dem Sumpfbereich. Jetzt muss ich mit dem Finger irgendwie da hinkommen. Hier ist es ein bisschen heller, da wird es ein bisschen dunkler, da wird es noch dunkler. Kann man halt ganz gut sehen. Haben sie sehr schön gemacht. Es sind alles nur Transgreen-Tiles, die da drauf sind. Und erzeugt wird dieser Effekt durch verschiedenfarbene Plates, die da drunter sind. Ist sehr, sehr gut gemacht. Aber für mich persönlich hätte man das auch in dem Ton machen können, in dem es eigentlich im Film vorkommt, sprich in Grau. Das könnte man relativ einfach erreichen, indem man das halt auch mit den Plates unten drunter macht und dann Trans-Clear-Tiles darüber setzt. Weil ich weiß nicht, ob es Trans-Black oder Trans-Dark-Gray-Tiles gibt. Hier war noch bei einigen, habe ich gehört, ein Kritikpunkt, dass da so viele 1x1-Fliesen bei sind in Trans-Green. Das Problem ist, ich habe bei Rebrickable geschaut, es gibt keine 2x2, 2x4, 1x4 oder 1x2 Trans-Green-Fliesen. Es gibt nur diese von Lego. Das heißt, entweder ist es ein sehr großer Aufwand, dann in die eigentliche Gussform für die 1x2 Fliesen, 1x4 Fliesen diesen Werkstoff einzugießen, dass man da noch irgendwas Spezielles für benötigt. Wobei ich denke mal, Trans Yellow etc. und einige andere gibt es ja auch in 1x2 und 1x4. Da weiß ich nicht, wo das sein sollte. Oder es ist halt wirklich Teile nach oben treiben, was ich Lego aber nicht unterstellen möchte. Rein von der Bricklink seither gibt es diese Fliesen nur in 1x1. Halten wir das Lego mal zugute, dass sie da halt auf Bewährtes zurückgegriffen haben. So, dann die Tiefe wollte ich euch ja noch kurz mitteilen. Das habe ich jetzt vergessen. Entschuldigt bitte, wird gerade ein bisschen chaotisch. 14,5. So, Zollstock weg, dann stört er auch nicht mehr. So, jetzt hole ich mal noch mein anderes ins Bild. Das kennt ihr ja auch schon aus einem anderen Video. Da fangen wir mal an. Mit dem Vergleich zum Sumpf komme ich gleich nochmal zurück. Der X-Wing ist hier größer als hier, ob der jetzt passender ist von der Größe her. Proportionen finde ich ist sowieso, lassen wir mal komplett außen vor, das funktioniert nicht, weil dann hätte man hier so ein Riesenset stehen, dann passt das so einigermaßen vielleicht mit den Proportionen. Dann haben wir hier den Wald, der hier hinten angedeutet ist, haben wir hier vorne stehen. Kurzer Zwischeneinwand, alle Figuren, die hier drauf sind, sowohl die Eulen, die Papageien, die Skorpione, die Spinnen, hier diese ganzen grünen Pflanzen, die ihr seht, auch hier an der Seite, die Frösche teilweise, ein Frosch ist dabei, glaube ich, die Frösche, die ihr an der Seite seht und natürlich Luke, R2-D2 und Yoda sind nicht in dem Set enthalten. Die habe ich noch extra dabei gemacht. Mir ist gerade eine Spinne flöten gegangen. Ist egal, setzen wir sie oben drauf. Besser als wenn eine echte abhauen würde, die ich nicht mehr habe. So, okay. Ansonsten, Yodas Hütte ist hier halt die Yodas Hütte ein bisschen modifiziert, die es auch von Lego gab. Hier finde ich den Qualm nicht so schön wie hier. Ich finde ihn hier schöner gelöst. Yodas Hütte ist natürlich zu groß, da passt die besser. Was ich auch schöner finde, ist hier mit diesem Waldstück. Da hätte diesem Mock das auch gut getan, dass man nochmal ein wenig Wald dahinter macht, weil das sieht hier so aus, als wenn das leer ist, also als wenn da nichts mehr kommt. Sieht so ein bisschen verloren aus, finde ich. Der Boden ist hier in so einem, ich weiß gar nicht, was das für ein Grün ist, wie in so ein pastellfarbener Grünton. Passt genauso gut oder schlecht wie der. Ist aber völlig in Ordnung. Das Set ist natürlich ein bisschen größer. Hier hatten wir 29 cm Breite. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Hier haben wir ja, ca. 30 cm Breite. Höhe, nehmen wir mal den Affen hier oben weg, sind 14 cm auch. Tiefe ist natürlich um einiges tiefer, da sind wir hier bei knapp 26 cm, also 10 cm tiefer. Wobei das ja auch nur hier vorne der Wasserteil ist im Endeffekt. Und da sind wir beim Thema, der Wasserteil. Gefällt mir hier wesentlich besser.
Hier hat man Trans Black 1x2 Bricks und darauf Trans Black sind das, glaube ich, sogar. Oder sind das Trans Clear? Das weiß ich gar nicht jetzt. Na, ist eher so ein Trans Gray, Trans Clear. Das ist so ein Grauton. Ob es den von Lego gibt, weiß ich nicht. Deshalb, ne, ich finde es halt so nur besser. Dadurch erhält man so ein bisschen die Farbe, als wenn das so ein bisschen vernebelt wäre. Ich zeige euch das jetzt gleich einmal, aber dann auch direkt mit dem Bild dabei. Ja, ich versuche das mal irgendwie jetzt so ins Bild zu schaffen, dass man das sehen kann. Jetzt werde ich dauerhaft auf meinen Kontrollmonitor gucken. Wenn ihr sehen könnt, unten das Bild, wo der X-Wing gerade untergeht, da sieht man halt sehr, sehr viel von diesem weißlichen Nebel und zwischendurch so einen grauen Streifen, der dann im Endeffekt das Wasser darstellt. Und das ist hier, finde ich, wesentlich besser dargestellt. Also natürlich auch nicht perfekt, das ist klar, aber dieses Nebelige stellt das eigentlich ganz gut dar. Von daher finde ich das wesentlich besser als, jetzt muss ich umgreifen, bei diesem Set, wo es quasi grün ist. Das passt gar nicht. Das hat überhaupt nichts mit dem eigentlichen, mit der eigentlichen Szene zu tun. Ob das jetzt natürlich ein ausschlaggebender Punkt ist, das Set schlecht zu reden, nein, ist es nicht. Es ist trotzdem ein sehr schönes Set. Ich für mich persönlich, immer meine persönliche Meinung, hätte mir nur gewünscht, dass zumindest der Sumpf hier ähnlich wie hier geschaltet ist, so gräulich, weißlich, dass man das so ein bisschen darstellt, dass nicht alles, das wirkt hier so lebendig alles. Und der Planet ist nicht so lebendig. Hinzu kommt, hier kann man halt effektiv richtig nur darstellen, die Szene, wie Luke den X-Wing raufholt. Hier ist dieser Pinöppel angebracht, wo man Luke dann quasi auf den Kopf stellen kann. Der ist hier auch dabei übrigens, im Gegensatz zur Figur. Da kann man Luke dann so hier, ich versuche es jetzt mal hier so blind hinstellen. Dieser Pinöppel, den hätte es hier bei dem Set gar nicht gebraucht. Weil dieses Set bezieht sich definitiv auf die Szene, wo Luke versucht, diesen X-Wing raufzuholen und eben auf diesen Spruch, den Yoda vorher bringt, tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen. Von daher hätte es den nicht gebraucht. Aber mein Gott, sind zwei Teile, passt schon. Ne? Schön, dass Lego sich dabei getan hat, dass man es machen kann. Hier bei diesem Set hat man natürlich dieses Teil auch. Ich habe jetzt hier Yoda und Luke mal übereinander gestellt. Mit einer Bügelperle zusammengetackert natürlich, sonst hält es nicht. Hier hat man dann auch die beiden Koffer stehen. Hier steht auch noch ein Koffer. Hier mit einer Trans-Clear-Antenne drunter, sodass man das halt angedeutet hat, dass er da quasi die Macht benutzt, um das schweben zu lassen. Hier könnte man theoretisch logischerweise den X-Wing hochkommen lassen und runterkommen lassen, kann man darstellen. Und ich habe es jetzt hier weggenommen, weil ich wusste beim Bau ehrlich gesagt nicht, was ich damit anfangen soll. Hier waren noch drei Köpfe bei, von so einer normalen Minifigur, ohne Prinz, in Tan und Dark Tan. Ich glaube, einer in Dark Tan und zwei in Tan. Die ja, hier einfach so hingestapelt wurden. Das heißt, hier kann man theoretisch die drei Szenen nachspielen, also Steine stapeln, Koffer schweben lassen und X-Wing versuchen zu heben. Und der Mocker hat auf seiner Seite, Link gibt es übrigens in der Videobeschreibung unten, der Mocker hat auf seiner Seite noch angedeutet, dass man in diesem Gerümpel hier, was natürlich auch nicht ganz korrekt ist, weil das findet ja eigentlich in einem Erdloch statt, aber dass man hier noch andeuten könnte, wie Luke quasi, als er die dunkle Seite der Macht auf Dagobah betritt und in diese Höhle runtergeht, auf Darth Vader trifft, ist ja nicht Darth Vader, auf Darth Vader trifft und dort quasi diesen Kampf mit sich selber ausfechtet sozusagen. Das ist hier natürlich um einiges schöner, das ist hier gar nicht vorgesehen, in Anführungszeichen. Also hier kann man im Prinzip diese ikonischen Szenen alle mit nachstellen. Hier wird sich auf ein Thema konzentriert. Trotzdem wäre der Sumpf hier in Grau schöner gewesen. Oder weißlich-grau, wie auch immer, wäre schöner gewesen. Nichtsdestotrotz, ein sehr, sehr schönes Set. UVP 79,99. Man bekommt es im Internet für ca. 65 Euro. Hier, wenn man es in China bestellt, als geklauten Mock. Deshalb die Anleitung auf Rebrickable auf jeden Fall kaufen. Ist ein Muss, gibt es keine Ausreden für. Die paar Euro machen es dann nicht. Roundabout 45 Euro, wenn man jetzt die ganzen Spinnen und sowas weglässt und das Gerümpel weglässt und sich nur die drei Figuren R2-D2, Yoda und Luke dabei holt, sind es nochmal roundabout 15 Euro.
wenn man nicht unbedingt den beidseitigen Matsch R2D2 haben möchte, der hat nämlich nur auf einer Seite Matsch, dann ist man auch ungefähr bei 60 Euro plus die Anleitung, dann ist man halt bei ungefähr dem gleichen Preis wie diesem Set. Hier kommt man schneller ran, das kann man sich einfach zukommen lassen, hier braucht man Zeit, bis man es bekommt. Ja, wie gesagt, Figuren sind nicht dabei, deshalb sollte das auch mit dem Zoll keine Probleme geben. Ansonsten, beide Sets für mich persönlich empfehlenswert, passen beide auch in kleinere Regale rein. Hier schöner, man kann zur Not noch an der Seite einfach was dahinstellen, dass man wirklich eine abschließende Heckpartie hat. Ja, es gibt ja noch Sets, die wahrscheinlich ein bisschen weiter nach vorne kommen, dafür nicht so breit sind. Aber dann hat man einen Abschluss hinten an der Wand quasi, finde ich halt sehr schön. Ja, das Set ist eher so zum frei rumstehen gedacht, aber beide sehr, sehr schön. Kann ich beide nur absolut empfehlen. Und ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Dann verabschiede ich mich von euch und hoffe, euch hat das gefallen. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Euer Klemmbaustein Novize. Bis zum nächsten Morgen, nächsten Tag, nächsten Mittwoch oder wann auch immer ihr das Video schaut. Macht es gut. Tschüss.